heutigen Real-Life-Video haben wir Wenn ich du wäre mit der YouTuberin Janzel gespielt. Das heißt, wir haben uns gegenseitig Aufgaben verteilt, die wir nacheinander machen mussten. Und glaub mir, es war lustig, unangenehm und eklig. Denn Leute, es gab für die Person, die eine Aufgabe nicht erfüllt hat, eine dicke, fette Bestrafung. Also Leute, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Abonniert das Video und like den Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Sui! Und ja, Leute, damit kann das Abenteuer beginnen. Und ich weiß, ihr wollt mehr Real-Life-Videos und die bekommt ihr auch jetzt. Aber nur, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Naja, Leute, wie auch immer, wir spielen heute, wie gesagt, Wenn ich du wäre. Und das mit der lieben Janzel. Also, da ich natürlich ein Gentleman bin, würde ich sagen, Ladies first. Okay, Lami, die erste Aufgabe, die ich für dich habe, ist, du musst irgendjemand Fremden auf Roblox einfach 5000 Robux schenken. Ja, genau, richtig gehört, 5000 Robux. Also, ich sag nur viel Spaß und derjenige, der es bekommt, bitteschön. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Meine erste Aufgabe ist es, irgendjemanden in Roblox 5000 Robux zu geben. Und Freunde, wenn wir ehrlich sind, die Aufgabe ist babyleicht. Janzel, hast du vergessen? Ich bin Lami. Und Lami, hat du endlich Robux? Also Freunde, wir sehen hier in meiner Roblox-Gruppe habe ich fast 500.000 Robux. Also Leute, ihr seht, wir haben hier einmal Brookhaven. Und wir gehen jetzt einfach in einen komplett leeren Server. So, Freunde, da ist nur eine Person drin. Wir gehen da jetzt rein. Und Freunde, wir werden sehen, wie schnell wird jetzt jemand aus der Lami-Army auch in diesen Server reinkommen. Also, oh Leute, da ist schon jemand. Okay, Freunde, ich geh mal weg. Hä, warum bin ich Emily? Oh, das ist ein Lami. Leute, ich würde einfach mal sagen, ihm geben wir jetzt 5000 Robux. Er schreibt auch noch gerade, ich bin dein Fan. Und Leute, schaut euch mal an, wie viele von der Lami-Army hier sind. Und Freunde, wir sehen hier oben links im Chat, Marcel Boss war der Erste, der mich erkannt hat. Also Leute, ihr seht hier nochmal seinen Namen. Und den geben wir jetzt einfach mal in unserer Gruppe ein. Und er ist in meiner Gruppe. Hallo? Ja, Leute, er ist drinne. Also, ihr seht hier 5000 Robux und Marcel Boss, viel Spaß. Oh, so, jetzt aber und die Robux sind verteilt. Und ja, Janzel, das war meine erste Aufgabe und jetzt kommen wir zu dir. Sehr gut, dass du das jetzt mit der ersten Aufgabe geschafft hast, aber jetzt mal sehen, ob du diese Aufgabe hier schaffst. Wow, Janzel, entspann dich mal, denn jetzt bekommst du erstmal eine Aufgabe. Leute, die denkt einfach, die kann mir zwei Aufgaben hintereinander geben. Aber Leute, wir müssen jetzt erstmal ins Auto. Und jetzt, Janzel, bekommst du deine Aufgabe hier in meinem Auto. Aber Janzel, ich fahre keinen Tesla so wie du, denn ich fahre ein Benz. Und die Hupe klingt ungefähr so. Oh. Also Leute, die Hupe klingt ungefähr so. Und Janzel, ich kann meine Hupe nicht so ändern, so wie du in deinem Tesla. Also Janzel, deine Aufgabe wird es sein, in deinem Tesla die Hupe zu Sui zu ändern. Leute, jetzt voll im Ernst, stellt euch vor, ihr müsst hupen und dann kommt nur so Sui. Also ja, Janzel, viel Spaß. So, Lami, du wolltest, dass ich die Banani-Sü-Hupe bei meinem Tesla einstelle. Leute, das mache ich jetzt auch, das wird so lustig. Ihr wisst, Leute, ich habe richtig viele verschiedene Hub-Sounds und ich kann das Ganze auch immer wieder einstellen. Also man muss mir einfach einen Song sagen und dann kann ich den Song zur Hupe machen. Leute, stellt euch mal vor, ihr steht an der Ampel, ihr hupt und dann kommt Sui, Sui, Sui. Ey, das ist so lustig. Ich habe hier auch schon den magischen Tesla-USB-Stick, könnt ihr das sehen? Da ist einfach ein Tesla-Logo drauf. Und da sind alle meine Hupen, die ich habe. Und ratet mal, was für einen Song ich mir jetzt runtergeladen habe. Banani Sui! Leute, wir müssen das jetzt ausprobieren. So, ich stecke jetzt den Stick rein. Let's go, Leute. Jetzt geht's richtig los. Seid ihr bereit? Und... Leute, das ist die beste Hupe, die ich jemals hatte. Ich freue mich schon auf der Straße damit rumzuhupen. Oh mein Gott. Wenn ihr das auch lustig fandet, dann kommentiert mit Hashtag Team Pink. Mach mit Ronaldo ein Foto. Tschüss. Wie willst du das denn bitte hinkriegen? Ich sag nur viel Spaß. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Ich muss jetzt ein Bild mit Ronaldo machen. Und Leute, ihr wisst ja, ich wohne auf der Insel, wo Ronaldo geboren wurde. Und Leute, Ronaldo hat hier ein Haus, ein Hotel, ein Museum und ein Lami. Aber Leute, leider ist hier auf Madeira heute nicht so schönes Wetter. Aber egal, ich mache jetzt
Bild mit Ronaldo. Aber das Problem ist, Ronaldo ist gar nicht auf der Insel, Leute. Aber ich habe da schon eine kleine Idee. Also Leute, ab zu Ronaldo. Und Leute, hier sind wir jetzt bei Ronaldos Haus. Ey, Ronaldo, komm runter. Und Freunde, da ist auch schon das CR7 Hotel. Also Leute, hier haben wir einmal Ronaldos eigenes Hotel. Und da vorne ist auch schon sein Museum. Und hier hole ich mir jetzt mein Bild ab. Okay Leute, ich muss jetzt hier aussteigen. Und Emily, du fährst bitte nicht weg, okay? Doch, tschüss Lami. Okay, let's go. Hier sind wir beim CR7 Museum. Und aber nicht Leute, sui. Und da sehen wir auch schon die Ronaldo-Statue mit der wunderschönen Aussicht auf Madeira. Also Jarzell, hier hast du dein Bild. Zwar nicht mit dem echten Ronaldo, aber egal. Und Leute, diese Statue kann sich einfach in Lami verwandeln, Zui. Leute, ich sag's euch, in der Öffentlichkeit zu filmen ist für mich so unangenehm. Aber egal, die Aufgabe ist erfüllt. Und rein in den Benz. Aber Jarzell, bevor du jetzt die nächste Aufgabe bekommst, Leute, wisst ihr, wo ich mich gerade befinde? Emily und ich sind gerade in unserem neuen Büro angekommen. Und Leute, wenn ich euch das ganze Büro zeigen soll im nächsten Real-Life-Video, dann lasst jetzt 5 Likes da, okay? Bitte, Leute, 5 Likes. Aber Jarzell, kommen wir zu deiner nächsten Aufgabe. Denn wir wissen ja, du wohnst in Berlin und ich war noch nie in Berlin. Das heißt, ich habe noch nie das Brandenburger Tor in Berlin gesehen. Also musst du jetzt für mich in deinem pinken Tesla zum Brandenburger Tor fahren und dort machst du einen TikTok mit dem Sui-Song und dem Lami-Filter. Also, viel Spaß, Jarzell! Das Brandenburger Tor steht in Berlin und Leute, ich wohne in Berlin! Lami, du kannst doch gerne mich mal hier besuchen kommen. Ja, ich muss jetzt dahin fahren, auf jeden Fall mit meinem pinken Tesla. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt dahin. Heute ist auch sehr schönes Wetter. Aber wenn da viele Leute sind, Leute, ey, ich will mich heute nicht blamieren. Wirklich. Ich habe echt keine Lust drauf. Okay, Lami, ich fahre jetzt zum Brandenburger Tor und natürlich mit meinem Barbie-Car. Ja, jetzt geht's richtig los. Leute, wie findet ihr das eigentlich? Pinkes Auto, pinkes Outfit. Leute, wir sind Hashtag Team Pink. Mögt ihr eigentlich die Videos mit mir und Lami zusammen? Leute, kommentiert das mal. Das würde mich richtig interessieren. Leute, mein Auto hat einfach vorne eine Minibar. Das ist sowas wie ein kleiner Kühlschrank. Man muss immer sagen, Hashtag Team Pink. Da geht das Ganze auf. Und schaut euch mal an, wie viele Snacks ich habe. Guck mal, was ist das? Alles Takis. Leider keine Blue Heat Lami, aber alles Takis voll. Kaugummis habe ich. Sogar Eistee habe ich hier unten. Oh mein Gott. Und für die Fans, die ich treffe, habe ich natürlich auch Autogrammkarten da. Das ist so lustig. So, auf jeden Fall hole ich mir jetzt einen Drink. Und dann würde ich sagen, ab zum Brandenburger Tor. Ich bereite mich jetzt vor, Lami. Ich habe sogar die Musik schon aufgedreht. Lauter! Oh mein Gott, wir sind jetzt auch schon da. Leute, schaut euch das mal an. Das ist unser Brandenburger Tor. Da hinten, seht ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt aber. Hier, oh mein Gott, seht ihr hier? Stopp, stopp, stopp. Hier ist der Brandenburger Tor. Ja, alle singen Sui. Ja, alle singen Sui. Brandenburger Tor Berlin. Die nächste Aufgabe ist, du musst ein pinkes Oberteil kaufen und einen ganzen Tag damit rumlaufen. Oh mein Gott. Ich weiß, deine Lieblingsfarbe ist blau. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Ich muss jetzt den Rest des Tages pink tragen. Ihr wisst ja, meine Lieblingsfarbe ist blau. Aber Emily hat mir jetzt wirklich für diese Aufgabe ein pinkes Oberteil besorgt. Und warte mal, ich spiegel mich in der Tür. Naja, Leute, wir ziehen jetzt das Oberteil an und... Und das ist das pinke Oberteil. Leute, seid mal ehrlich, steht mir pink? Bewertet das mal von 1 bis 10. Naja, ich würde sagen, blau steht mir besser, aber ich muss jetzt einfach den ganzen Tag lang mit dem pinken T-Shirt rumlaufen. Und Leute, ich muss jetzt sogar mit diesem Outfit ein TikTok machen. Und das sieht ungefähr so aus. Leute, folgt mir jetzt alle auf TikTok. Okay, Leute, ich muss jetzt mit meinem pinken Oberteil nach Hause fahren. Aber Jarzell, kommen wir erstmal zu deiner nächsten Aufgabe. Denn jetzt musst du etwas mit meiner Lieblingsfarbe machen. Und ja, wenn ich du wäre, dann würde ich blaue Takis essen. Denn Leute, hier auf Madeira gibt es auch keine blauen Takis. Ich habe gehört, die sind lecker, aber auch super scharf. Also Jarzell, viel Spaß beim Probieren. Oh mein Gott.
mein Gott, Leute. Lami hat mir die Aufgabe gegeben, blaue Takis zu essen. Schaut euch das mal an. Und was steht hier? Die sind extrem scharf. Ist das jetzt eine Bestrafung von Lami? Das kann doch nicht sein Ernst sein. So, auf jeden Fall probieren wir jetzt das Ganze. Oh mein Gott, Leute, die sind einfach blau. Wieso konnten die denn nicht pink sein? Die heißen Blue Heat. Wer von euch kennt die? Kommentiert mal. Liebt ihr Takis? Und wenn ja, was für eine Sorte? Okay, Lami, jetzt ist es soweit. Ich probiere das jetzt. Boah, die sind so scharf. Aber auch so lecker. Oh mein Gott. Mmh. Boah, die machen voll süchtig. Einfach so scharf. Also für mich ist es richtig schlimm, dass sie blau sind. Normalerweise esse ich nur pinke Sachen. Lami, wieso hast du gesagt blaue Takis? Ach Mann. Egal, ich muss das jetzt weiter essen, weil du es gesagt hast. Zum Glück schmecken die irgendwie. Und jetzt zum Schluss bekommst du die fieseste Aufgabe. Wenn ich du wäre, würde ich eine Sekunde mein Gesicht zeigen. Komm schon, Lami, zeig es uns jetzt. Wir wollen es alle sehen. Sui! Wenn du das nicht machst, dann weißt du ganz genau, du musst die Bestrafung bekommen. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Meine Aufgabe ist es, dass ich mich jetzt zeigen muss. Also ja, Leute, ich zeige mich jetzt. Ich nehme jetzt den Filter weg. Spaß. Leute, denkt ihr wirklich, so einfach zeige ich mein Gesicht oder was? Nee, Jancel, dafür musst du schon nach Madeira kommen. Sonst wirst du mein Gesicht niemals sehen. Aber warte mal. Das heißt jetzt aber auch, dass ich die Bestrafung machen muss. Aber die kann ja bestimmt nicht so hart sein. Oder, Jancel? Oh mein Gott, Lami, jetzt ist es Zeit für deine Bestrafung und ich habe mir etwas richtig Fieses ausgedacht. Du bekommst die Aufgabe, in den Pool zu springen, aber weißt du womit? Mit deinen Klamotten. Und wenn das nicht peinlich genug wäre, musst du dann noch eine Zwiebel essen. Viel Spaß! Dein Ernst, Jancel? Leute, ich muss nicht nur mit Klamotten in den Pool springen, sondern ich muss auch eine Zwiebel essen. Ich meine, in den Pool springen, okay. Aber warum diese Zwiebel? Naja, Leute, Wettschulden sind Ehrenschulden, also... Okay, Leute, die Zwiebel... Oh mein Gott, ich mach das jetzt einfach. Boah, Okay, Leute, lasst ein Like da und Zui.